Also ich war vor 28 Jahren das erste Mal in Goa und darauf ein paar Mal in den folgenden Jahren und habe es nie geschafft, nach Hampi zu fahren. Und jetzt, 28 Jahre später, schaffe ich es. Also ich war auch schon ein paar Mal in Indien. Ja, jetzt hat mich meine Freundin drauf gebracht, nach Hampi zu fahren und dann mache ich das jetzt auch. Und ich suche Inspiration für meine Malerei. Ich bin Malerin. Ich bin Silke und komme in der Nähe aus Frankfurt, aus Egelsbach. Und ich bin Heidi und ich komme aus Frankfurt. Wir waren viel in Asien und in Amerika und ja, Indien eben auch und Land und Leute und es ist entspannt zu reisen und es gefällt uns einfach. Und gut. Ja, auch eine gewisse Nostalgie, um zu sehen, wie sich das Land entwickelt hat. Oder leider Gottes ist es ja ein bisschen negativ geworden. Also wenn man jetzt Nordgoa nimmt zum Beispiel, ja. Es war früher ganz anders. Und ich finde das, naja, es war ganz anders, könnt ihr euch doch vorstellen. Es war kein Pauschaltourismus zum Beispiel. Ja, es gab es überhaupt nicht. Kalangut Baga, das war völlig leer. Es waren dann nur ein paar Freaks, ja, ein paar Reisende, ein paar Traveler, sonst nichts. Und natürlich noch die schönen portugiesischen Häuser, genau. Und ja, wo jetzt sehr viel abgerissen wurde. Das war halt auch sehr schön damals. Nicht so viel Plastik. Sich mit anderen Kulturen auseinandersetzen, das ist besonders wichtig. Ja, also ich schaue mir ganz gerne Tempel an und lasse es so, ja, auf mich wirken und Kontakt zu anderen Menschen, zu anderen Reisenden aus anderen Ländern, aber auch zu den Menschen, die aus diesem Land eben einfach kommen, ja, den Einwohnern, ja. Und ich finde, wenn man reist, lebt man intensiver, ja, also